Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Resident Evil 1 Director's Cut. Und genau, liebe Leute, wir waren beim letzten Mal hier weiter in dem Herrenhaus vorangegangen und haben uns mal ein bisschen hier umgeschaut. Ich guck mal gerade. Wir sind jetzt gerade tatsächlich oben. Okay, gut, Leute. Hier hätten wir jetzt noch eine verschlossene Tür. Allerdings, liebe Leute, ja, wir haben keine Muni. Das können wir gleich ändern auf jeden Fall. Und ich habe hier diese Farbbänder mitgenommen. Die brauche ich eigentlich auch nicht mehr mitnehmen. Also ich habe hier so ein bisschen schon was falsch gemacht, genau. Und wir hatten beim letzten Mal hier diesen Rüstungsschlüssel gefunden. Das heißt, das ganze Haus steht uns quasi offen. Genau, wir haben Zombies kaputt gemessert. Und ich glaube, wir müssten jetzt erstmal wieder runter. Wartet mal, Leute. Weil ich habe ein paar Tipps bekommen von euch. Aber die Frage ist, wie komme ich jetzt am besten da runter? Da gibt es eigentlich mehrere Möglichkeiten. Hier und dann geradeaus rein, genau. Gut, liebe Leute. Ich soll nämlich nochmal, habt ihr mir geschrieben, zurück zum Kenneth gehen. Der hat scheinbar noch Muni. Ach du Scheiße. Oh Gott, nein. Falsche Tür, falsche Tür. Oh Gott. Okay. Ich soll nochmal zu Kenneth zurück. Der hat wohl, Muni für uns. Und hier war auch noch eine Tür, die ich beim letzten Mal nicht gesehen habe. Aber da müssen wir erstmal noch nicht rein. Wir müssen erstmal wieder hier irgendwo runterkommen. Haben wir aufgeschlossen? Okay. Ist das eigentlich jetzt wieder ein neuer Raum oder was? Ach. Genau hier wollte ich doch hin. Leute, genau hier wollte ich doch hin. Das ist doch die Szene schon mit Kenneth. Genau hier, Leute. Das ist Kenneth vom Stars Bravo Team. Genau. Es ist ein Schatten seiner selbst geworden. Okay. Und er hat Munition für uns. Ja. Was es hilft. Er hat sogar zwei Patronen für uns. Also zwei Magazine. Es kann doch gut helfen. Wenn man sich einfach mal die Sachen zweimal anguckt. Aber hä, war ich nicht oben? Naja, egal. Egal, Leute. Gut, jedenfalls möchte ich jetzt mit euch dieses Haus hier strukturiert vorgehen. Das heißt, ich fange jetzt nochmal von hier unten an. Weil wir haben ja auch noch gar nicht überprüft, was das gebracht hat, dass wir hier beim letzten Mal diese Statue da runtergeschmissen haben. Ne? Schaut euch mal da an. Wir haben die Statue hier beim letzten Mal runtergeschmissen und wir sehen hier ein blaues Steinchen. Was ist denn das, liebe Leute? Ich habe aber keinen Platz mehr. Das ist gerade blöd. Ich muss das Messer weglegen. Ich muss unbedingt das Messer weglegen. Und die Frage ist, wo war jetzt der nächste Speicherraum? Beziehungsweise der nächste Raum mit einer Kiste. Weil dann würde ich ganz gerne mal ein paar Sachen ablegen. Da muss ich jetzt erstmal gucken, Leute. Kann mich nicht mehr ganz so gut erinnern, wo denn der nächste Raum mit einer Kiste war. Den Rüstungsschlüssel habe ich da jetzt erstmal benutzt, aber da möchte ich erstmal nicht rein, liebe Leute. Boah, ich bin gerade voll am Schwitzen, ey. Warum bin ich so am Schwitzen? Genau, hier war das. Oder, nee, hier war das mit den Hunden, Leute, genau. Eine Sache gibt's noch zu sagen. Und zwar mit den Hunden. Bei der Szene mit den Hunden gibt's auch nochmal Muni. Und, genau, dann würde ich sagen, können wir da jetzt eigentlich mal reingehen. Und die Hunde kalt machen. Das war doch das, oder? Ja, das war das mit den Hunden, okay. So. Alles klar. Gut, dann schieß auf den Hund. Schieß auf den Hund. Sehr schön. Nur drei Schuss. Und das war auch nur einer hier. Boah, schaut euch diesen Hund an, Leute. Der sieht ja übel aus. Gut, da muss ich jetzt gucken, wie rum ich das schiebe. Weil es liegt, glaube ich, nur auf einer Seite, die Muni. So, dann
Ah, das war schon falsch rum. Seht ihr das? Das war schon falsch rum. Mist. Okay, egal. Das kriegen wir aber hin. Indem wir einfach raus und wieder reingehen. Das ist so dieses, diese Reset-Taktik. Und, genau, liebe Leute. Ihr habt mir auch erzählt, dass ich hier so ein bisschen erratisch hier rumgelaufen bin. Das stimmt tatsächlich. Aber... Hä? Hier liegt doch keine Woody. Dann schieb das da hinten hin. Hier liegt gar keine Muni. Wartet mal, hier muss doch Munition liegen. Ich gehe nochmal raus. Sorry, aber ich möchte unbedingt die Muni haben. Ja, Leute, ihr habt mir gesagt, ich bin in diesem Part ein bisschen erratisch rumgelaufen. Sehe ich genauso. Tut mir auch leid. Ich wollte eigentlich gar nicht ja, das obere Stockwerk untersuchen, aber... Naja, was soll man so sagen? Ich war halt in dem Rausch. Nee, hier ist tatsächlich keine Muni, Leute. Okay. Dann hoffe ich mal, dass hier bei dem Schrank... Oh! Gottes Willen. Gottes Willen, du Dreckshöhle, ey. Mein Gott. Du Scheiße. Oh, Mann, Leute. Hör auf zu schieben. Ich glaube, das ist hier die... Hier muss auf jeden Fall Muni irgendwo sein. Boah, kam da... Ich wusste es doch, dass hier noch einer war. Oh Mann. Kam da tatsächlich noch ein Hund rausgesprungen, ey. Da ist er. Ha. Da ist er, Leute. Das Magazin. Sehr schön. Alles klar, ey. Puh, das heißt, wir haben diesen Bereich hier gesäubert. Sehr gut. Da bin ich gerade echt zusammengezuckt, ey. Diese Dreckshöhle. Also echt. Ja, gut, okay. Jill, du siehst gut aus. Aber nee, hier war auch nicht die Kiste. Moment mal, Leute. Ich muss tatsächlich das jetzt mal systematisch vorgehen. Ich brauche erstmal eine Kiste, um jetzt mal ein paar Items hier loszuwerden. So, dann... Geh mal bitte hoch. Ich glaube, es kann sein, dass die Kiste oben ist. Ah, hör auf zu schieben. Es kann sein, dass die Kiste oben ist, Leute. Dann müssen wir leider doch noch einmal kurz hoch. Ach so, und? Eine Sache fällt mir ja gerade noch ein, jetzt wo wir hoch müssen. Ihr habt mir gesagt, dass ich da bei Forest nochmal vorbei gehen soll. Weil ihr wissen wollt, ob ich da irgendwas verkackt habe. Das kann sehr gut sein. Dann würde ich sagen, checken wir den zuerst. Forest war hier hinten drin, glaube ich. Und, ja, dann könnt ihr mir gleich sagen, ob ich da irgendwas verkackt habe oder nicht. Genau, hier war das, Leute. Hier, genau. Dann bin ich mal gespannt. So, ist der jetzt... Hab ich da jetzt irgendwas verkackt? Oh, Leute, wenn ihr wisst, ob ich was verkackt habe, sagt's mir bitte. Die Krähen, die sitzen zumindest noch. Also es sieht nicht so aus, als ob ich hier irgendwas verkackt hätte. Okay. Also Forrest sagt auch gar nichts zu uns. Der sagt auch gar nichts zu uns. Und die Krähen, die machen nichts. Schreib ruhig in die Kommentare, ob ihr da irgendwas gesehen habt. So. Ich würde jetzt aber ganz gerne nochmal bald mal an meine Kiste kommen. Weil ich muss Sachen ablegen, das geht so nicht. Voll die Platzverschwendung hier. So, das heißt hier oben die Tür, da müssen wir eigentlich gar nicht mehr hin. Was haben wir hier nochmal drin gehabt? Ja, ziemlich verwirrend, dieses Herrenhaus, wenn man es nicht kennt. Ich glaube, wir sind aber auf dem richtigen Weg zur Kiste. Das ist ein neuer Raum. Nee, das ist auch zu... Wartet mal, ich glaube, das war doch... War das hier? Ach, ich muss tatsächlich immer die Karte gucken. Wo war denn hier das... Muss ich gerade echt mal gucken...
Was war das für eine Tür? Ich bin gerade echt unsicher, wo meine Box war. Was ist das hier jetzt? Da unten. Okay. Okay, ich hab's gefunden, Leute. Hier unten ist die Kiste. Sehr schön, Leute. Dann runter hier. Jill, mach schneller. Und ja. Liebe Leute, dann freue ich mich, dass ihr mal wieder hier dabei seid. Bei Resident Evil 1. Und ja, wie wir jetzt hier weiter das Herrenhaus erkunden. Und uns weiter auf die Suche nach Chris Redfield machen. Und Captain Wesker. Aber das nur so nebenbei. Gut, liebe Leute. Ich habe tatsächlich alle Sachen, die ich habe, mitgenommen. Das ist natürlich scheiße. Ich leg das Messer jetzt mal hier rein. Ich bin mutig. Und diese Waffe... Soll ich die mit reinlegen? Nee. Ich habe jetzt zwei Slots. Ich glaube, dieser Schildschlüssel, den brauchen wir noch mal eine ganze Weile erstmal nicht. Und dann war's das auch schon, ne? Speichern werde ich erstmal nicht. Ich wollte nur Menüplatz haben. Das ist alles. Gut, liebe Leute. Dann sind wir jetzt wieder im unteren Geschoss. Die ist von der anderen Seite verschlossen. Okay. Das heißt, wir müssen wieder nach oben. So ein Mist. Ich dachte, hier wäre schon eine Abkürzung. Aber gut, Leute. Da habe ich ja zumindest in dieser Folge erstmal das gemacht, was ich machen wollte. Ich habe die drei Magazine gefunden. Wir sind hier nochmal bei Forrest vorbeigegangen. Wir haben unsere Sachen organisiert. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal wieder runter hier. Und ja, gucken wir mal, was dieses blaue Steinchen da auf sich hat. Na, ich glaube... Da waren wir stehen geblieben. Und genau. Das ist nämlich direkt dieser rechte Flügel hier. Okay. Gut, liebe Leute, warte mal. Ich muss mal gerade... Mein Ohr. Mein Ohr juckt so komisch. So. Alles klar, das passt doch dann wieder. Und ja, liebe Leute. Diesem Sonntagabend tatsächlich nehme ich das auf. Nach der Command & Conquer Session einen Tag. Normalerweise nehme ich ja am Stück auf. Ja, es liegt einfach daran, dass ich halt ja gestern Abend keine Zeit mehr hatte. Tatsächlich. Beziehungsweise es war schon Mitternacht. Und daher, ja, daher heute das die ganze Geschichte. So. Dann, liebe Leute, sind wir im linken Flügel. Linker Flügel unten. Okay. Dann schauen wir mal, gehen wir das mal systematisch an. So, da vorne komme ich ja nicht rein, oder? Hier ist ja das... Da komme ich jetzt rein, bitte was? Hä? Ach, das ist die... Okay, das ist die Szene. Ja, das brauche ich natürlich nicht mehr, ne? Hier war ja das... die Geschichte mit dem Piano. Okay, was haben wir hier? Die ist von innen verschlossen. Okay. So, dann hier bitte rein, Jill. Hier bitte rein. Dann gehen wir das Ganze mal systematisch an. So, wir sind jetzt wieder in diesem grünen Bereich und wir haben unseren Lockpicker. Das ist ganz witzig. In der deutschen Version heißt das Dumm-Dumm-Geschoss. Hier heißt es einfach Dietrich. Oh, und schaut mal da, was mich da anlächelt. Munition. Boah, 53 Schuss. Also die Muni, die sieht mittlerweile echt gut aus, muss ich sagen. Nichts sieht nützlich aus. Was haben wir hier? Nichts Spezielles. Haben wir hier noch irgendwas? Ah, ich weiß, glaube ich, was uns hier erwartet. Zumindest erstmal ein Buch. Erstmal ein Buch. So. Boah. Oh, ich wusste es, Leute. Mach ihn kaputt, los. Mach ihn kaputt. Der steht wieder auf hier. Und schießen. Nein. Ach, verdammte.
Lad nach und... Oh. Kaputt. Okay, sehr schön. Ich sehe da gerade, da liegt noch... Wir sind im gelben Bereich. Da liegt was drin. Was haben wir denn da, Leute? Was ist denn das hier? Schrotmuni. Liebe Leute, das ist tatsächlich Shotgun-Muni. Wir kriegen in diesem Spiel sehr bald noch eine neue Waffe. Wieder mal ein geiler Effekt, ne, hier mit dem Zombie. Aber gut, das ist ein Tagebuch. Sehen wir da schon, Diary steht da drauf. Vielleicht von diesem Zombie hier, müssen wir mal gucken jetzt. Das Tagebuch des Wächters, Leute. Okay, 9. Mai 98. Heute Abend haben wir Poker mit Scott, dem Wachmann, Alias und Steve, dem Forscher, gespielt. Steve hatte sehr viel Glück, aber ich denke, er hat betrogen. Was für ein Mistkerl. Okay. Heute hat ein hochrangiger Wissenschaftler mich gefragt, ob ich auf ein neues Monster aufpassen kann. Es sieht aus wie ein Gorilla ohne Haut. Oh Gott. Sie haben mich gebeten, es mit Lebendfutter zu füttern. Als ich ein Schwein reingeworfen habe, haben sie mit ihm gespielt. Haben seine Beine abgerissen und die Innereien, als sie es dann letztendlich aßen. Ach du Scheiße. 11. Mai 98. Gegen 5 Uhr morgens ist Scott reingekommen und hat mich plötzlich aufgewacht. Er hat einen Schutzanzug getragen, der wie ein Raumanzug aussah. Er hat mir gesagt, ich soll auch einen anziehen. Oh. Das war jetzt gerade komisch. Mein Fernseher war aus. Auf jeden Fall. Raumanzug. Ich habe gehört, dass es einen Unfall im Labor im Keller gab. Es ist kein Wunder, weil diese Forscher niemals sich ausruhen, noch nicht mal bei Nacht. Okay. Ich trage diesen nervigen Schutzanzug schon seit gestern und meine Haut wird sehr klebrig, glaube ich, heißt das. Und sie fängt an zu jucken. Meine Haut brennt und fängt an zu jucken. Als Rache habe ich die Hunde heute nicht gefüttert. Jetzt fühle ich mich besser. Okay. 13. Mai 98. Ich bin zum Medizinraum gegangen, weil mein Rücken angeschwollen ist und juckt. Sie haben einen großen Verband auf meinen Rücken gemacht und der Arzt hat mir gesagt, dass ich den Raumanzug nicht mehr länger tragen muss. Ich denke, heute kann ich gut schlafen. Okay. Als ich heute Morgen aufgewacht bin, fand ich eine Blase an meinem Fuß. Sie war nervig und ich habe meinen Fuß nur noch hinterhergezogen, als ich zu den Hunden gegangen bin. Oh Gott, Leute. Sie waren heute Morgen sehr ruhig, was sehr ungewöhnlich ist. Ich habe herausgefunden, dass ein paar von ihnen entkommen sind. Wenn das jemand rausfindet, komme ich in ganz schöne Schwierigkeiten. Okay, es ist echt spannend, gerade 15. Mai 98. Obwohl ich mich dennoch immer noch nicht gut fühle, habe ich mich entschieden, heute Nancy zu sehen. Es ist mein erster freier Tag seit langer Zeit. Aber ich wurde von der Wache auf dem Weg heraus aufgehalten. Sie haben gesagt, dass die Firma angeordnet hat, dass niemand das Gelände verlassen soll. Ich kann doch nicht mal telefonieren. Was für ein Spiel wird hier eigentlich gespielt? Okay, alles abgeriegelt. Ich hörte von einem Forscher, der versucht hatte zu entkommen,
der erschossen wurde. Oha. Mein ganzer Körper fühlt sich an, als würde er brennen und juckt in der Nacht. Als ich mich gekratzt habe, an meinem Arm ist ein Stück verrottetes Fleisch abgefallen. Was zur Hölle passiert mit mir? Oh Gott. Oh Gott. Schon keine Sätze mehr. 19. Mai. Fieber weg, aber jucken. Hungrig. Hab Hundefutter gegessen. Jucken. Jucken. Scott ist gekommen. Gesicht hässlich. Also habe ich ihn gekillt. Lecker. 4. Juckend. Lecker. Oh, Leute. Das war das Tagebuch des Wächters. Scheinbar dieser Typ hier. Oh Mann. Also die Verwandlung ist ein sehr langsamer Prozess. Und ein sehr unangenehmer, so wie ich das gerade gelesen habe. Es fängt also an mit Jucken. Okay. Gibt es hier noch irgendwas? Boah, das war schon gerade echt schaurig, muss ich sagen. Boah. Okay, gut, dann können wir hier wieder raus. Boah, das Tagebuch. Das ist, glaube ich, auch legendär. Das kennt, glaube ich, auch jeder. So. Dann gucken wir doch mal, was wir hier in dieser Tür haben. So, wir sind hier im linken Flügel noch. Ach, schaut mal, was ist das denn? Was ist das? Dort steht, manche Tiger haben ein rotes und ein blaues Auge. Leute, blaues Auge? Ich weiß ja nicht, aber könnten wir doch mal versuchen, oder? Und es klappt. Was hast du denn für uns, lieber Tiger? Was ist das denn, Leute? Das sieht aus wie ein Wappen oder so. Es ist tatsächlich ein Windwappen. Aha. Dankeschön, lieber Tiger. Du bist noch einaugig. Und wenn wir das Rote finden, dann können wir das die andere Seite aufmachen. Cool. Dankeschön. Mehr gibt's hier in diesem Raum nicht. Okay. Wir haben jetzt zumindest ein Windwappen erstmal gefunden. Gut. Dann. Waren wir hier schon drin? Muss ich jetzt gucken, ob wir hier schon drin waren. Ich glaube aber... Hier war, glaube ich, dieser Zombie, oder? Wow! Oh, Gottes Willen! Huhuhuhuhu. Raus und wieder rein, Mensch. Da war ich auch noch gar nicht in diesem Raum, ne? Ja gut, egal. Wie gesagt, ich mache das strukturiert, Schritt für Schritt. Gut, dann... Schieß ihn kaputt. Du stehst doch bestimmt nochmal auf. Du stehst doch bestimmt nochmal auf. Ich wusste es doch. Ich verballer zu viel Muni hier. Aber er ist tot. Okay. Ah. Oder? Nee, wartet mal. Ich hätte jetzt gedacht, wartet mal, Karte. Gib mir die Karte. Oh nein, das wollte ich jetzt nicht. Hallo? Ich will eigentlich ins Menü. So. Was war das denn gerade, ey? So. Wir sind jetzt hier hinten. Okay. Dann habe ich eigentlich fast alles hier schon erkundet, ne? Das sieht natürlich auch gut aus. Aber ich würde trotzdem sagen, wir gehen die Sache jetzt hier... Ha! Rüstungsschlüssel haben wir benutzt. Ist jetzt quasi mit einer der letzten verschlossenen Türen. Schaut mal da, Leute. Was haben wir denn hier? Da haben wir auf jeden Fall Muni. Sieht verdammt interessant aus. Und wir haben hier eine kaputte Schrotflinte.
Genau, Leute, wir haben eine kaputte Schrotflinte. Was gibt's hier noch? Der Schreibtisch ist verschlossen. Ja, benutzen wir den Dietrich. Was gibt's denn da drin, Leute? Ist da Muni? Tatsächlich. Oh mein Gott. Wir haben einiges an Muni mittlerweile. Aber noch keine Shotgun. Ja, Leute, das mit der Shotgun, das wird jetzt gleich interessant, beziehungsweise in der nächsten Folge. Weil da werden wir uns auf dem anderen Flügel mal begeben und mal gucken, ja, was wir mit diesem defekten Gewehr noch machen müssen. Genau, allerdings, liebe Leute, das sehen wir alles im nächsten Part. Ich möchte jetzt erstmal nochmal gucken, irgendwo erkenne ich diesen Bereich doch. Ja, genau, hier waren wir schon. Hier unten ist meine Kiste. Haha, alles klar. So gibt das Ganze auch einen Sinn. Ah, Safe-Raum, Leute. Safe-Raum. Sehr gut. Alles klar. Dann würde ich sagen, dieses Windwappen lege ich hier rein. Das defekte Gewehr. Das nehme ich mit. Weil ich kann mich da an was erinnern. Diese Waffe lege ich hier rein. Brauche ich erstmal nicht. Weil ich habe auch gehört, diese Waffe soll ich mir für den Bosskampf aufheben. Alles klar. Dann haben wir wieder zwei freie Plätze. Und einen Speicherpunkt. Ja, dann würde ich sagen, nehme ich mir trotzdem mal dem Stil halber nochmal ein Farbband mit. Und speichere das mit der Schreibmaschine. Genau, dann speichere ich es mal schön. So, Memory Card 1. Ja, ich habe keine Daten. Das ist immer so. So, pack, 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 pack. M-Room 1F. Ja, genau, Leute, das hier ist der Medical Room. Gut. Leute, dann packe ich nochmal das Farbband raus. Ja. Und guck nochmal kurz auf die Karte, ob wir jetzt tatsächlich hier alles erkundet haben auf dieser Seite. Ja. Hier haben wir alles, außer die andere Tür, die da von der anderen Seite verschlossen ist. Gut. Liebe Leute, dann würde ich sagen, können wir beim nächsten Mal auf die andere Seite gehen. Und mal gucken, was wir da noch finden beim nächsten Mal. Gut, liebe Leute, dann würde ich sagen, ja, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder ein Abo da. Lasst die Glocke läuten. Würde ich mich tatsächlich sehr freuen. Erzählt gerne weiter den Kanal. Und ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Ne? Tschüss.